Willkommen zu Logbuch Freiheit. Ich bin Linus. Und ich bin Lea. Und ich bin Juristin und arbeite bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir sind eine in Berlin ansässige NGO, die versucht, über strategische Prozesse Grundrechte auch vor Gericht durchzusetzen. Und wir haben eben die aktuelle Situation auch zum Anlass genommen, um es genauer die Maßnahmen, die in Grundrechte eingreifen, zu beobachten und auch kritisch zu bewerten. Ich mache seit vielen Jahren einen Podcast mit dem Namen Logbuch Netzpolitik, in dem ich mich zusammen mit Tim Pritlove mit den netzpolitischen Grund- und Freiheitsrechten auseinandersetze. Ich engagiere mich im Chaos Computer Club und beruflich bin ich so im Bereich der IT-Sicherheit unterwegs. Jetzt mit der Verbreitung des Coronavirus gehen gerade massive Einschränkungen unserer Freiheitsrechte und unserer Grundrechte einher. Und wir wollen das hier einfach so ein bisschen diskutieren und rechtlich einschätzen und kritisch begleiten. Und Grundrechtseinschränkungen gibt es gerade tatsächlich nicht wenige. Die krasseste betrifft im Zweifelsfall die Versammlungsfreiheit. Und darüber habe ich vorher schon mit Ruben gesprochen. Moin, mein Name ist Ruben. Ich bin von Sea-Watch. Wir machen seit 2015 Seenotrettung auf dem Mittelmeer, weil wir eben nicht akzeptieren können, dass an der europäischen Außengrenze Menschen ertrinken gelassen werden. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir gründen eine Organisation, mit der wir dort einspringen, wo die europäischen Staaten versagen und dann eben dort Schiffe zur Seenotrettung hin entsenden. Könnt ihr das eigentlich jetzt immer noch gerade machen? Tatsächlich ist es so, dass auch uns die Corona-Krise relativ hart trifft. Es ist so, dass wir im Moment unsere Schiffe im Hafen haben, weil wir einfach massive logistische Probleme haben. Es ist so, dass durch die Reisebeschränkungen es sehr schwer ist, verantwortlich eine Crew auf die Schiffe zu bringen. Und auch der Nachschub an Material ist relativ eingeschränkt, weil natürlich sehr viele Geschäfte geschlossen haben, weil Werften nicht arbeiten. Ist es zum Beispiel mit Ersatzteilen und Reparaturen dann auch schwierig. Und vor allem ist es so, dass wenn wir jetzt Leute an Bord haben, die Situation erleben wir gerade auf der Alan Kurdi, dass es dann so ist, dass es kaum Staaten mehr gibt, die die Schiffe aufnehmen würden und man dann entsprechend sich darauf auch vorbereiten muss, Menschen sehr lange an Bord zu haben. Dadurch ist es eben so, dass wir gerade sehr, sehr eingeschränkt sind in dem, was wir machen können. Eine andere Sache ist, dass wir zum Beispiel auch unsere Aufklärungsflugzeuge gerade nicht einsetzen können. Das ist eigentlich total wichtig, weil das Mittelmeer im Prinzip so ein bisschen eine menschenrechtsfreie Zone geworden ist und wir normalerweise versuchen da mit unseren Aufklärungsflugzeugen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und zu schauen, was dort an den Außengrenzen passiert. Auch das ist uns im Moment nicht möglich, weil die Flughäfen einfach geschlossen sind durch Corona und alles, was nicht eine Sondergenehmigung hat, eben nicht mehr starten und landen kann. Wir haben jetzt im Prinzip de facto seit mehreren Wochen keine Versammlungsfreiheit mehr, was euch dazu gebracht hat, mit der Seebrücke andere Protestformen zu entdecken, auszuprobieren. Was habt ihr da so gemacht? Also es gibt ganz verschiedene Aktionsformen, die auch jetzt in der Corona-Krise noch verantwortlich möglich sind. Zunächst mal haben wir zum Beispiel eine Online-Demonstration gemacht. Ich war da erstmal relativ skeptisch, ob das irgendwie funktionieren kann, so eine Online-Demonstration, weil es ja doch was anderes dann ist. Ich fand aber, das hat sehr gut geklappt. Es gab sehr viele, sehr kreative Beiträge, sehr dezentral das Ganze. Wenn man im Moment durch Berlin läuft, dann stellt man immer wieder fest, dass der Hashtag Leave No One Behind irgendwo an der Hausfassade auf dem Boden steht. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen, dass eben Protest relativ kreativ und vielfältig auch jetzt noch praktiziert wird. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass diese Krise jetzt auch als Vorwand genommen wird, Versammlungsfreiheit ganz massiv einzuschränken, auch da, wo das nicht nötig ist. Wir hatten zum Beispiel jetzt am Sonntag einen Aktionstag, wo eigentlich ein Protest organisiert war, der den Mindestabstand total eingehalten hat, der die ganzen Schutzmaßnahmen vor Corona eigentlich respektiert hat. Es ging darum, Spuren zu hinterlassen und zu zeigen, wir sind hier immer noch da, aber wir denken auch an die Leute, die eben hier nicht sein können. Und der Protest, der eigentlich sehr entzerrt gedacht war, dass Menschen eben nicht alle auf einmal an einen Punkt kommen, sondern nacheinander da irgendwie was hinbringen, der wurde dann von der Polizei doch recht rabiat aufgelöst.
Es war eben so, dass es nicht zugelassen worden ist, dass dort Menschen ihre Meinung kundgetan haben. Und es wurde auch genau so gesagt, dieser Protest wurde verboten. Und das ist eben hochproblematisch, also dass es eben so ist, dass es nicht nur scheinbar darum geht, diese Infektionsschutzmaßnahmen konsequent umzusetzen. Da ist es ja interessanterweise so, dass die ganzen Linken eigentlich die ersten waren, die sehr konsequent sich darum gekümmert haben, die sehr konsequent gesagt haben, wir müssen Abstand halten, wir müssen aus Rücksicht, aus Solidarität mit der Risikogruppe eben diese medizinisch nötigen Maßnahmen einhalten. Und genau das wurde eben bei dem Protest auch respektiert. Nichtsdestotrotz wurde das dann eben als Vorwand genommen, um so einen Protest zu unterbinden. Und das ist natürlich in einer sogenannten Demokratie hochproblematisch. Sag nochmal genau, wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch. Ich habe jetzt überall so tatsächlich gesehen, Schuhe. Stand dran, ja, no one behind. Genau. Was genau ist da gelaufen? Also was wir im Prinzip aussagen wollen mit dem Hashtag Leave No One Behind, ist eben das, dass auch jetzt in dieser Corona-Krise andere Krisen nicht verschwinden, andere Probleme nicht verschwinden und auch die Verantwortlichkeiten nicht verschwinden, sondern sich umgekehrt sogar noch verschärfen. Also es ist ja so, dass zum Beispiel die Lage auf den griechischen Inseln die ganzen letzten Jahre schon hochproblematisch war. Es war immer wieder so, dass dort Menschen zu Tode gekommen sind aufgrund der Bedingungen in den Lagern. Die sind bei Bränden ums Leben gekommen, die sind erfroren. All das hat sozusagen die ganzen letzten Jahre schon stattgefunden. Hinzu kommt aber, dass jetzt eben in der Corona-Krise gerade diese Menschen auch besonders betroffen sind, weil man hier zwar Social Distancing einfordert, Kontaktverbote ausspricht und jegliche Veranstaltungen absagt. Im Camp Moria aber zum Beispiel veranstaltet man täglich eine Massenveranstaltung mit über 20.000 Menschen, wo es noch nicht mal irgendwie grundlegendste Hygieneversorgung gibt, wo teilweise noch nicht mal die Wasserversorgung funktioniert, wo sich über 1.000 Menschen einen Wasserhahn teilen müssen und es teilweise überhaupt nicht funktioniert, dass da auch nur Trinkwasser aus dem Hahn kommt, geschweige denn, dass Seife verfügbar wäre, damit die Menschen eben diese empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen auch überhaupt einhalten können. Und wir haben halt gesagt, wenn man diese Pandemie eindämmen will, dann geht das nicht national. Also es ist total absurd. Eine Pandemie ist ja ein globales Phänomen. Und wenn wir gegen diesen Virus gewinnen können, dann können wir das eben nur solidarisch und nur gemeinsam schaffen, wenn wir eben auch an diejenigen denken, die zum Beispiel in solchen Lagern sitzen, wo eben perfekte Bedingungen für die Ausbreitung von so einem Virus herrschen. Deswegen müssen wir diese Lager sofort evakuieren und deswegen auch eben leave no one behind. Wir lassen niemanden zurück. Wir wollen, dass eben in dieser Krise an alle gedacht wird, auch an Obdachlose, die zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, sich irgendwo in Quarantäne zu begeben, auch an die Menschen in den Lagern eben, weil das halt nicht nur ein Problem für Privilegierte ist, auch wenn es überwiegend privilegierte SkifahrerInnen waren, die in Europa dieses Virus verbreitet haben. Wir haben tatsächlich eine Ausnahmesituation, in der sich Menschen freiwillig ja massiv zurückziehen und das zu ihrem eigenen Schutz tun. Ich glaube, die wenigsten Menschen sind gerade wirklich dadurch motiviert, dass es ihnen verboten wird, sondern haben auch wirklich die Probleme eingesehen. Wie kann man euch jetzt helfen und in Zukunft unterstützen? Also tatsächlich ist es total wichtig, den Druck jetzt auch weiter aufrecht zu erhalten. Wir haben in Deutschland Platz, auch jetzt noch. Es gibt mehrere tausend Plätze, wo jetzt quasi ganz unmittelbar Menschen aufgenommen werden könnten. Wenn die Bundesrepublik es schafft, über 200.000 Menschen aus dem Ausland innerhalb weniger Tage zurückzuholen, wenn man es schafft, für die Spargelernte über 40.000 ErntehelferInnen einzufliegen, dann kann es kein Problem sein, wenige tausend Schutzbedürftige von den griechischen Inseln auch hier nach Deutschland zu bringen und denen angemessenen Schutz zukommen zu lassen und eben diese Schutzmaßnahmen, die für uns alle selbstverständlich sind, eben auch für diejenigen zu ermöglichen, die im Moment noch auf den griechischen Inseln sitzen. Also das ist wirklich ein Skandal, dass hier offensichtlich der deutsche Spargel wichtiger zu sein scheint als das Leben von mehreren tausend Menschen, die auf den griechischen Inseln festsitzen. Ich finde ehrlich gesagt gerade so Interviews, die dann zusammengeschnitten werden, immer am herausforderndsten, weil man nie weiß. Ach so, dann lass mich also gerne. Ich wollte dir das. Nee.
Nee, ich glaube, das ist total geil, aber es ist für mich halt eine Umgewöhnung, weil, also wenn ich einfach irgendwo ein Interview gebe, sage ich mal ein Live-Interview im Radio, dann weiß ich halt, was ich gesagt habe und was da auch landet. Okay, so, ne? Und jetzt ist das halt so ein Puzzlespiel. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Ich wollte dir den Stress nicht, ich wollte das eigentlich für dich lassen. Wir können das jetzt auch in einem Take durchziehen. Wenn das für dich entspannter ist, ne? Und für mich weniger Arbeit, bin ich der Letzte, der jetzt sagt, nee, das machen wir anders. Also ich freue mich. Linus, du bist da erfahrener. Wir machen das einfach, wie du das machst, und ich gebe mein Bestes. Wir machen das jetzt in einem Gespräch durch. Wir ziehen das jetzt durch. Außerdem bin ich nicht erfahren. Ich sitze hier mit dem ganzen Krempel und muss nachher ein Video schneiden. So, das müssen wir uns anschauen. Und dann auch noch remote und hier blinken überall Bilder und hast du alles nicht gesehen. Und mit diesem geilen Callcenter-Headphone. Da habe ich mich immer hart bei Bijan lustig gemacht, weil der damit immer telefoniert. Jetzt sitze ich hier vor der Kamera. Okay, kommen wir zur Versammlungsfreiheit. Ja. Ich meine, die Versammlungsfreiheit ist so krass eingeschränkt, dass du und ich, wir wohnen nicht so weit auseinander, wir wohnen beide in Berlin. Wir dürfen uns jetzt hier nicht treffen, um unser neues Knallerformat für YouTube und United We Stream zu produzieren. Wie bewertest du jetzt so dieses Vorgehen, was Ruben da geschildert hat bei den Seebrücke-Demonstrationen? Ja, also genau, man wird jetzt erstmal sagen können, dass jetzt gerade in ganz viele verschiedene Grundrechte eingegriffen wird. Und das ist auch alles krass. Und das hat auch ganz viel irgendwie mit Ausübung von Persönlichkeitsrechten zu tun. Also mit wem treffe ich mich privat? Ich glaube, als politisch interessierte Person finde ich die Eingriffe in die Versammlungsfreiheit einfach besonders spannend und besonders krass, weil wir jetzt gerade auch aktuell politisch drängende Themen haben. Ich finde, das hat irgendwie Ruben ziemlich eindrücklich geschildert. Und aber nicht auf die Straße gehen dürfen. Und das Versammlungsverbot, was im Moment eben rechtlich ausnormiert ist, in der Praxis einfach fast ausnahmslos angewendet wird. Also Versammlungen quasi gar nicht möglich sind. Und das finde ich extrem beunruhigend. Und ich glaube, das wird der Bedeutung der Versammlungsfreiheit in der Demokratie absolut nicht gerecht. Ich würde mal zur Einführung noch so eine Standardfrage stellen. Was mich eigentlich interessiert, diese Grundrechte, ne? Wenn die jetzt uns verfassungsrechtlich irgendwie verbrieft sind, ich finde das immer ganz interessant, weil die sind ja immer einschränkbar. Ja, mein Lieblingssatz ist irgendwie so, wie war das denn mit der Post- und Telekommunikationsgeheimnis, ne? Das gilt, Einschränkung regelt ein Gesetz. Ja, so super, geiles Grundrecht. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das denn so ist mit diesen Grundrechtseinschränkungen, warum dürfen die überhaupt auch eingeschränkt werden und was wäre da so die Grundlage dafür, dass man das überhaupt kann? Ja, also man kann Grundrechte auch einschränken, dafür braucht man immer eine gesetzliche Grundlage und dann ist es je nach Grundrecht unterschiedlich, zu welchen Zielen man Grundrechte einschränken darf quasi. Manche Grundrechte werden so hoch eingeschätzt, dass sie eben nur zu besonderen Zielen eingeschränkt werden dürfen, andere sind leichter einschränkbar. Und gerade die Versammlungsfreiheit draußen auf der Straße ist grundsätzlich einfach aufgrund eines Gesetzes einschränkbar, ist aber in der Auslegung und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als schlechthin konstitutiv für die Demokratie, also der ist ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt worden, weshalb also die Einschränkung nur im Ausnahmefall stattfinden darf und eben auch nur zu hohen Verfassungsgütern. Was wäre ein Beispiel für ein Grundrecht, was einfacher einzuschränken ist? Die allgemeine Handlungsfreiheit ist mal total leicht einschränkbar. Das ist so ein Grundrecht, was alles mit erfasst, da gibt es so eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, Reiten im Walde, ganz legendär, ist auch allgemeine Handlungsfreiheit und das darf man halt relativ leicht einschränken. Okay. Aber jetzt zum Beispiel gerade nicht, ne? Weil solange du alleine reitest, geht das irgendwie, oder? Ja, ich hatte auch so ein bisschen gewitzelt über eine über Folgeentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Damals Reiten im Walde und jetzt vielleicht alleine schaukeln oder sitzen auf der Parkbank. Oh ja, so die großen. Großes Thema, ne? Das interessiert mich wirklich. Warum ist das jetzt verboten? Ja, das ist ja unterschiedlich, ob Sitzen auf der Parkbank verboten ist. Und das ist einfach all diese Grundrechtseinschränkungen jetzt, die passieren auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Kaum jemand vorher hat sich so intensiv mit dem Bundesinfektionsschutz auseinandergesetzt, wie wir das jetzt irgendwie alle tun.
Und da sind total unbestimmte, sehr vage Rechtsgrundlagen, auf deren Grundlage dann wiederum jetzt Verordnungen und Allgemeinverfügungen in den Bundesländern ergangen sind und die echt so eine relative föderale Vielfalt mit sich bringen. Und da ist eben zum Teil das so geregelt, dass man das Haus nicht verlassen darf, es sei denn, man hat einen triftigen Grund. Das sind so die etwas härteren Ausformulierungen. Das haben wir zum Beispiel auch in Berlin, das haben wir auch in Bayern. Und dann gibt es so die Länder, die eben sagen, man darf das Haus verlassen, aber eben muss folgende Auflagen dabei beachten. Und manche Bundesländer haben das dann eben so geregelt, dass man das, also dass man sich draußen nur aufhalten darf, zum Beispiel zu Bewegung und Sport, ist so eine Formulierung. Und Bewegung und Sport, das ist dann eine Auslegungsfrage, ob da Sitzen auf der Parkbank wohl drunter fest. Also man muss, Wortlaut ist immer so der Anfang erst bei der Auslegung einer rechtlichen Norm und dann muss man eben nach Sinn und Zweck der Norm auslegen und im Lichte der Grundrechte. Deswegen würde ich sagen, auch bei Bewegung und Sport fällt die Ruhepause auf der Parkbank hinzu. In Berlin haben wir das jetzt vor kurzem klargestellt, in manchen Bundesländern soll das aber nach wie vor nicht zulässig sein. Ich habe den Eindruck, dass einige Leute, also ich sehe jetzt auf einmal mehr Angler an der Spree. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, dass die einfach sagen, ja, nee, hier Sport, ne? Und das, weil das ist halt ein Sport, bei dem man echt lange am irgendwo sitzen muss, oder? Auf unbestimmte Dauer. Ich glaube, dass das, ich verdächtige die, dass die vielleicht gar keinen Wurm am Ende baden oder so. Aber okay, kommen wir zurück zu diesen Versammlungsverboten. Die sind also jetzt im Infektionsschutz geregelt und jetzt ist natürlich, also vermutlich klar, dass der Staat sich relativ viele Einschränkungen von Grundrechten vorbehält, wenn es um den Infektionsschutz geht. Also wir haben es ja mit einem relativ geringen, aber einem vorhandenen Todesrisiko zu tun. Genau, also man wird verschiedene Punkte auseinanderhalten würden. Ich würde eigentlich erstmal noch vielleicht darauf eingehen, ob es hier eine ausreichende Rechtsgrundlage gibt für diese Grundrechtseingriffe. Das klingt immer nach so einem total langweiligen, formalen, juristischen Argument. Wenn wir vor allem alle darüber uns einig sind, dass ja so bestimmte Kontaktbeschränkungen gerade das Mittel der Wahl sind und wir eigentlich irgendwie nur über die Ausgestaltung reden wollen. Aber das ist überhaupt kein formales Argument, weil da geht es so ein bisschen um die Frage, wer entscheidet über Grundrechtseingriffe in einem staatlichen System? Und das tut eben bei uns der demokratisch legitimierte Gesetzgeber, das Parlament, über Gesetze. Und deswegen braucht man eine rechtliche Grundlage, die auch im Wesentlichen vorgibt, wie man in Grundrechte eingreifen darf. Und das ist irgendwie im Normalfall im Versammlungsrecht halt sehr genau ausgestaltet im Versammlungsgesetz, wo einfach ganz genau ausgestaltet ist, dass man normalerweise versammeln sich darf und dann das nur in ganz seltenen Ausnahmen zu verbieten ist. Und da gibt es viel Rechtsprechung zu, die das auch ausgestaltet. Und jetzt haben wir halt so ganz abstrakte Formulierungen irgendwie im Bundesinfektionsschutzgesetz, die halt irgendwie sagen so, ja, man darf irgendwie regeln, dass man nur aus besonderen Gründen den Ort verlassen darf, an dem man ist. So, ohne irgendwelche Einschränkungen, ohne einen Hinweis auf Gesundheitsnotstand oder Pandemie, sondern einfach so. Und dann machen irgendwie jetzt so Regierungen Verordnungen und sagen da dann irgendwie auch so ganz vage nach dem Motto, man darf das Haus nur verlassen zur Bewegung und Sport. Und da haben wir halt so eine totale Umkehr davon, wie genau normalerweise gesetzlich ausgestaltet ist durch eben das Parlament, was man jetzt darf und was jetzt irgendwie einfach so total ausgehebelt wird durch Regierung. Das ist vielleicht so ein erster Punkt. Welche Formen des Protests verbleiben denn jetzt eigentlich noch? Also müsste es jetzt immer Sport sein? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Regelung in den Bundesländern ist wiederum unterschiedlich. Ne? Es gibt die Bundesländer, die jetzt quasi mehr oder weniger explizit ein ausnahmsloses Versammlungsverbot erlassen haben. Das ist zum Beispiel, Bayern ist damit dabei, die sind relativ streng. Dann gibt es Länder, die dazu einfach nichts sagen. Und dann gibt es Länder, die haben Genehmigungsvorbehalt eingeführt, zum Beispiel Berlin. Und ich glaube, das einzige Bundesland, was irgendwie so ein bisschen auch Versammlungen noch zulässt, ist Bremen, aber eben auch mit der Vorgabe, da irgendwie Auflagen oder in bestimmten Fällen auch Verbote aussprechen zu können. Und vor diesem Hintergrund sind sich aber trotzdem irgendwie Behörden und Gerichte gerade ziemlich einig, dass sie einfach fast alles verbieten und nichts zulassen. Also da sind, glaube ich, in Münster am vergangenen Wochenende Versammlungen zugelassen worden und vereinzelte andere, aber das allermeiste ist einfach durch Behörden und das ist dann auch in gerichtlichen Entscheidungen gehalten worden, verboten worden.
Wie würdest du das denn jetzt allgemein sehen? Also man kann ja argumentieren, dass das echt blöd wäre, wenn man jetzt so eine Demonstration macht und da auf einmal irgendwie eine unfreiwillige Corona-Party draus wird. Ja, also genau, wir sind ja in der Abwägung eigentlich zwischen dem Recht auf Leben und Gesundheit und den Gesundheitsgefahren, die irgendwie mit der Verbreitung des Coronavirus stattfinden und eben dem Recht auf Versammlungsfreiheit. Und ich glaube, wenn man das irgendwie in Ausgleich bringen will, dann muss man sich eben auch angucken, was wir für Erkenntnisse haben darüber, wie sich diese Gesundheitsgefahren überhaupt verbreiten. Und da haben wir anscheinend irgendwie so die allgemeine Erkenntnis, dass so ein Aufenthalt im Freien, wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird, möglicherweise noch Mundschutz getragen wird und Ähnliches, dass dann eben dieses Übertragungsrisiko relativ gering ist, sodass wir ja das also im Alltäglichen zum Einkaufen oder auch eben um uns an der frischen Luft zu bewegen, so nutzen dürfen. Und diese Erkenntnisse scheinen aber irgendwie die Behörden nicht zu überzeugen, wenn es um die Ausgestaltung von Versammlungen geht. Das finde ich daran so ein bisschen überraschend. Also Verhalten, das beim individuellen Spaziergang irgendwie zulässig wäre, ist in dem Moment, wo dahinter ein politisches gemeinsamer Versammlungszweck steht, dann ist es auf einmal illegal. Und das finde ich irgendwie ziemlich krass, weil die Polizei, ich meine, die sagen natürlich, die können das nicht kontrollieren, ob dann nicht irgendwie Gegendemonstrationen stattfinden zum Beispiel oder ob doch mehr Personen sich irgendwie ansammeln und dadurch Abstandsgebote nicht eingehalten werden. Aber da sehe ich zum Beispiel auch nicht unbedingt so einen großen Unterschied zu allgemeinem Parkgeschehen, wo ja auch gerade die Polizei ein bisschen guckt, dass da Abstandsgebote gewahrt werden. Und bei den Demonstrationen zum Beispiel, die soweit angemeldet worden sind oder wo man versucht hat, eben Genehmigung zu bekommen, da ging es darum, dass zwischen allen Teilnehmern 1,5 Meter Abstand, also jetzt nicht so diese Haushaltsausnahmen oder so geplant waren. Glaubst du, achso, was droht den Leuten denn eigentlich dann? Also gibt es jetzt auch noch hohe Strafen, wenn man dieses Grundrecht dann trotzdem in Anspruch nimmt? Ja, das ist das Allerkrasseste, ne? Also im Normalfall ohne Corona haben wir immer, man darf sich versammeln, man darf es vielleicht anmelden und jetzt, man sollte es anmelden. Und jetzt haben wir halt den Fall, dass es ist verboten, es wird in den allermeisten Fällen nicht genehmigt. Und wenn man dann trotzdem eben demonstriert, dann kann man je nach Bundesland sich dadurch irgendwie Bußgelder einsammeln, also eine Ordnungswidrigkeit begehen oder sogar eine Straftat. Wie wäre das hier in Berlin? Also wenn man hier in Berlin demonstrieren geht, dann kann das ein Bußgeld die Teilnahme zwischen 50 und 500 Euro auslösen. Das ist knackig. Wie würdest du denn das sehen? Bei so harten Restriktionen könnte man doch eigentlich mal hier so in zum Beispiel diese Geflüchtetenunterkünfte gehen und da erstmal abkassieren, weil die halten sich doch mit Sicherheit nicht an die Regeln. Die können das ja gar nicht. Wie würdest du das bewerten? Also, dass wir hier auf der einen Seite den Leuten das verbieten und andere quasi das noch nicht mal ermöglichen, diese Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Ja, das ist total widersprüchlich eigentlich, was da passiert. Also in geflüchteten Unterkünften mit diesen engen räumlichen Situationen. Also das hat verschiedene Probleme. Also einmal hat man bereits im Normalfall, ist es gar nicht möglich, irgendwie dieses Social Distancing zu machen. Und dann, wenn es Corona-Fälle gibt in diesen geflüchteten Unterkünften und die Leute dann in so einer Heimisolation gehen sollen, dann ist das total krass, weil die dann auf einmal irgendwie eng zusammengepfercht das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Da hat zuerst die Rechtsprechung irgendwie in Nordrhein-Westfalen zugegeben, dass, ich glaube, das bezog sich auf eine obdachlose Familie, aber das ist ja eine ähnliche Konstellation, dass es irgendwie so pro Person 9 Quadratmeter geben sollte, was schon wahnsinnig wenig ist und was sich so ein bisschen, glaube ich, so an Gefängniszellen orientiert. Aber es ist halt irgendwie total krass, sich zu überlegen, dass das wahrscheinlich nicht eingehalten wird in vielen geflüchteten Unterkünften. Bei den Einschränkungen der Versammlungsfreiheit sind wir jetzt ja noch so am Anfang, erstens am Anfang dessen, dass es das gibt und zweitens am Anfang dessen, dass Leute mit kreativen Protestformen versuchen, diese Probleme zu umgehen. Jetzt wäre meine vorsichtige Schätzung, das dauert nicht mehr lange, bis da an Menschen oder Versammlungen ein Exempel statuiert wird. Und spätestens dann wäre das doch wieder so eine Situation, wahrscheinlich für Juristinnen und Juristen, Menschenrechtlerinnen, Grundrechtlerinnen und vielleicht auch für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wie seht ihr diese Situation oder wie siehst du die Situation? Glaubst du, dass es jetzt eine kurzzeitige Sache wird oder dass das länger so ist und dass wir jetzt dann eben schauen müssen, wie wir irgendwie im Zweifelsfall auch Eilverfahren und Klagen durchführen?
Ja, also vielleicht zwei Punkte. Ich finde, dieses zeitliche Argument ist ja irgendwie auch ein Argument dafür, je länger das also andauert, desto klarer muss man eben auch Lösungen finden, um weiterhin Protest zuzulassen. Ja, also als diese Regelung irgendwie auch neu reinkam, die ersten 2-3 Wochen, gab es, glaube ich, auch nochmal mehr so ein zivilgesellschaftliches Verständnis dafür, jetzt nicht zu demonstrieren und das mal 2 Wochen auszusetzen. Aber je länger das dauert, desto weniger erscheint das eine Option. Und ich glaube, da sind sich alle einig. Und die andere Frage ist ja dann eigentlich auch so, wie es jetzt irgendwie in die Zukunft weitergehen wird. Und es hat jetzt aktuell schon total viele Klagen gegeben dagegen und ganz viele Entscheidungen. Und also das waren vor allem Eilverfahren und die Gerichte haben größtenteils also diese Beschränkungen gehalten, was ziemlich krass ist, weil man da echt große rechtliche Kritik dran üben kann. Aber was einfach auch so ein bisschen zeigt, dass gerade, glaube ich, die Angst und Sorge auch bei unabhängigen Richtern einfach relativ groß ist und die also in Eilverfahren, wo man eben auch so Abwägungen machen muss, was wäre jetzt schlimmer, wenn ich in welche Richtung falsch entscheide, sie dann lieber einfach gerade diese Restriktionen halten. Deswegen haben wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte uns eher aktuell so ein bisschen drauf zurückbezogen, eben zu koordinieren, auch mit Leuten uns dazu auszutauschen und überlegen dann eher in Hauptsacheverfahren mit ein bisschen mehr Ruhe diese Verbote nochmal anzugehen, also auch in Richtung Versammlungsfreiheit. Das sind jedenfalls zuerst Überlegungen. Jetzt ist die traurige Aussicht, das ist nicht das einzige Grundrecht, was gerade auf der Kippe steht und in Gefahr ist. Wir gehen beide davon aus, dass wir hier ein regelmäßiges Update machen werden zu der Grundrechtesituation. Was ist denn jetzt so dein grobes Fazit in diesen Zeiten? Ja, ich glaube, es sind einfach gerade total viele Veränderungen gewesen und wir werden das irgendwie ziemlich gespannt und auch sehr genau weiterverfolgen, was irgendwie hier an Eingriffen in Grundrechte passiert. Und ich glaube, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Erkenntnisse wir auch über die Verbreitung des Virus haben und desto mehr Erkenntnisse wir aber auch darüber haben, was zum Beispiel, also jetzt im Versammlungsrecht an Protestformen weiterhin zulässig sein muss, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, mit diesen Vorgaben auch umzugehen, desto mehr können wir auch konkreter dafür kämpfen, diese Freiräume, die eben ja auch vertretbar sind, auf der Straße wieder zu erobern. Leider ist es so, dass die Versammlungsfreiheit nicht das einzige Grund- und Freiheitsrecht ist, das gerade in Gefahr ist. Wir können auf eine Zukunft blicken, wo sehr viele Fragen der Diskriminierung eine Rolle spielen werden. Beispielsweise, wenn mal da so 30-40% der Gesellschaft immun sind und die anderen nicht. Da werden, glaube ich, eine Reihe an Fragen auf uns zukommen, die den Gleichstellungsgrundsatz betreffen. Und deswegen werden Lea und ich hier, glaube ich, regelmäßig auf die Situation blicken und versuchen darauf zu achten, dass der Krise des Gesundheitssystems und der Krise der Wirtschaft nicht auch noch eine Krise der Grundrechte folgt. Sowas würde ich am Ende sagen. Ja, das klang total geübt, wie so das Ende eines Podcasts. Und dann würde ich noch, dann sag doch nochmal bitte das Typische, was man am Ende von so einem YouTube-Video halt macht, ne? So dieses Klick, Subscribe und da musst du Geld hin, so. Wer noch weiterführende Fragen irgendwie zu Grundrechten und Corona hat, der sollte mal auf freiheitsrechte.org vorbeischauen. Da haben wir so ein FAQ mit Fragen und Antworten zu Grundrechten zusammengestellt. Und wenn da Fragen, wenn ihr noch Fragen habt, die da fehlen, dann sagt uns Bescheid und schreibt uns eine E-Mail an info@freiheitsrechte.org oder kontaktiert uns auf Twitter auch unter Freiheitsrechte. Super. Ansonsten könnt ihr noch Logbuch Netzpolitik downloaden und abonnieren, ein Podcast, in dem es auch die ganze Zeit nur gute Nachrichten gibt für euch. Und dann wünschen wir euch viel Spaß weiter mit United We Stream und United We Talk und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen, völlig frei, wie wir es früher einmal waren und in Zukunft wieder sein wollen.